Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der PC ist die Version. Ich kann euch garantieren, dass dieser Part nicht so lang wird, oder ich kann es euch nicht garantieren, aber ich nehme es an, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, aber gern noch ein paar drehen möchte. Eventuell komme ich sogar nicht mal dazu, Francesco de Pazzi zu töten. Und jetzt gehen wir ab nach Florenz, zu Leonardos Werkstatt, direkt mal zum Zentrum. Da sind wir nah an der Mission und direkt bei Leonardo, um die Karten zu entschlüsseln. Das ist natürlich gut. Oh. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Erkundet. Codex-Seiten gesammelt. Assassinengräber. Darüber erfahren. Nichts Besonderes. Nothing special. Und wir sind jetzt, glaube ich, in Sequenz 4 schon. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, ich werde das dann aus dem Namen rausstreichen. Wahrscheinlich ist das schon... Ja... Wahrscheinlich ist es ab dem letzten Part dann draußen, weil ich mich nicht mehr auskenne, weil ich keine Ahnung mehr habe. Nein! Super Anfang. Ja, ab zu Leonardo. Dar, dar, dar. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprache. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Und das persönlich, das finde ich persönlich richtig geil, was das hier so ist. Also ich war es nicht. Das sind wirklich, wirklich coole Techniken, finde ich. Ja. Und man sieht es vielleicht schon, die ganzen Techniken gut erkennbar. Die habe ich vermisst in Brotherhood, was ich ja zuerst gespielt hatte, hatte man die ja sofort von Anfang an. Ja, und das ist Glenz Nummer 1. Und adios. Dann haben wir hier, das wollte ich gar nicht. Numero 2. Numero 2. Einmal an den Zaun hängen und klick und adios. Adio. Und da sind auch die besagten Frame-Einbrüche. Und das letzte, klettern wir mal hier hoch, klettern wir mal da ran, gucken den an und BAM! Numero 3. Und wieso bluten die eigentlich? Ist bestimmt Ketchup da drin. Oder so. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Leonardo da Vinci. Um ihm zu sagen, dass wir es beherrschen. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Ganz kurze Pause. Okay, ich habe was umgestellt und hoffe jetzt, dass die Frame-Einbrüche jetzt wenigstens erstmal weg sind. Im nächsten Part werden sie nicht mehr da sein. Das ist heute einfach so, ne? Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amigo. Oh, hellblaue Augen, wie süß. Und haben wir jetzt auch... Ja, scheinbar haben wir jetzt auch direkt alle anderen... Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel... Codex-Seiten entschlüsselt. Und ich kann mal kurz schauen, wie viel wir bei uns haben. Puh, Inventar, Gegenstände, Codex-Seiten, 6 entschlüsselte, ja. Moment.
Was habe ich da gerade gesehen? Beendet. Ach so, die Statuen. Ja, haben wir fertig. Das sind dann die Assassinen-Dinger da und das eben die Karten. Ja. Da müssen wir nur noch 6 abgeben. Und jetzt haben wir die Panzerplatte, mit der wir irgendwas machen können. Und die Doppelklinge, die sehr, sehr praktisch ist. Die möchte ich euch auch mal demonstrieren. Und zwar da, wo wir das nächste Mal auf Soldaten treffen, die eine Codex-Seite verteidigen. Dingens. Haben wir sowas gerade irgendwo in der Nähe? Ich sehe es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder steht irgendwo 2 Wachen rum oder eine oder so? Ach, egal. Wir gehen einfach mal zu unserem Ziel, zu La Volpe. Uhu. Und nehmen an. Na gut, ich ziehe ja schon weiter. Und hier haben wir auch irgendwo eine Glyphe. Und die Glyphe ist mir gerade ehrlich gesagt wichtiger als die Mission. Schlau? Du bist echt schlau, Mann. Überhaupt nicht. Okay, da ist eine Feder. Was ist das? Ist es die? Das ist die Glyphe. Oh yeah, oder der Glyph? Nein, die Glyphe. Woohoo! Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Okay, unendliches Wissen. Ach du Scheiße. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Für die Jugend zu ihrem Ende. Mitglieder des MG-Beschuss in die Abschluss. 64! Ja, schade. Mit einem Kopfschuss, interessant. A ist gleich 65. Sind wohl kleine Datenfehler. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihren, ihnen die Augen aus. Was? Hat das was mit dem Pferd zu tun? Nein, schade. Dann mit dem Vornstein auch nicht. Hi. Okay, dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Das. Wurde gerade angeschrieben, das heißt, es gibt gleich kleine Frame-Einbrüche. Wie irgendwie immer, wenn ich angesprochen werde. Weil man jetzt mit mir Call of Duty zocken will. Okay, ich suche das jetzt einfach mal so ab. Dieses Monster, das vielleicht noch, kommt nicht von den Menschen. Der Wolf, die Schlange da. La Volpe, der Fuchs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gemeint ist. Das verwirrt mich ein bisschen. Aber hier scheint es nichts zu sein. Gehen wir ganz langsam durch. Erste Abbildung einer Schusswaffe, 900. Schusswaffe? What the heck? Was wollen die von uns? Das ist eine Schusswaffe. Na gut, nee, überhaupt nicht.
Das. Aha. 72114 ist der Passcode. Das war schon etwas verwirrender, aber es ist lustig. Und jetzt schauen wir nochmal alles an. Bilder. Ich erkenne irgendwie gar nicht, was es sein soll. Okay, Frame, ein Bursche. Gut, das wird ein sehr kurzer Part, auch weil ich kaum noch so richtig Zeit habe. Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem. Na gut, der Aussichtspunkt ist da oben. Muss ich hier jemanden töten? Nein. Gehen wir mal zum Aussichtsturm. Punkt. Whatever. Whatever. Ever. Okay, da war nochmal ein ganz kurzer Cut. Wir synchronisieren. Und nach der Wir werden noch synchronisieren und dann noch eben zu dem roten Dingens gehen und dann muss ich leider beenden, weil ich jetzt gar keine Zeit mehr habe. Finde ich selbst schade, ist aber so. Naja. Einmal synchronisieren. Und einmal, wie es sich gehört, runterspringen. Yeah! So, und dann gehen wir hier raus und ab zum roten Punkt. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. So, da haben wir ihn. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. Yeah! Und wir bekommen gleich noch ganz viel Geld dazu. Und synchronisieren noch dort oben den Punkt. Das muss sein. Und jetzt wissen wir, wo sich Francesco de Pazzi aufhält. Würde ich zu gern noch an diesem Part machen, aber ich habe einfach keine Zeit mehr. Aber Lust habe ich noch. Lust habe ich noch sehr viel. Jo, springen wir mal hier runter in den Heuhaufen-Dingens. Wir können ja hier einmal ein Plakat noch schnell abreißen. Au. Das macht ja nichts aus. Du bist vom Affen gebissen worden. Naja, ich hasse Affen. Der Affe ist von mir gebissen worden. Okay, jetzt hier. Ab damit. Weg damit. 25% weg. Und jetzt gehen wir noch schnell zu dem Ausrufezeichen hin. Und dann, ja, sind wir zufrieden. Ach, die Sache möchte ich noch schnell zeigen. Es gibt hier diese glänzenden Boote, mit denen kann man nicht fahren, sondern die kann man einfach ausrauben, so wie Truhen. Er guckt sich um und macht ja, ja, und da ist Geld drin. Ja. Und deshalb würde ich jetzt sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Assassin's Creed 2 in der
PC Steam Version, hallo Schiff und tschüss. Leider, leider. Ich würde sogar noch weiter drehen. Tschüss.